Und damit recht herzlich willkommen zurück in Tibia, im Let's Play von Tibia. Und wir befinden uns immer noch in Ankramun, in der City, wo wir zum Schluss die Dragons gehuntet hatten. Wir sind immer noch Level 14. Und ich habe mich hier zu den Offline-Skillern gestellt. Und um euch zu zeigen, wie das aussieht, nachdem man hier stundenlang gestanden hat, gehen wir kurz in den Serverlog. Schwupp, machen die Sache kleiner. Und hier steht halt, während meiner Abwesenheit habe ich trainiert für, ja gut, ich habe vorhin mal kurz eingeloggt, um wieder neu zu trainieren, weil man hat ja nur 12 Stunden Zeit, nicht wahr? Und die 12 Stunden waren halt, oder anders, wir fangen das mal anders an mit dem Erklären. Man hat insgesamt 12 Stunden Zeit, offline zu trainieren, als wir uns letztens online, offline haben trainieren gestellt, lief die Zeit, die ist schon längst abgelaufen, danach lädt sie sich automatisch wieder auf, wenn man auch nicht online ist. Problem ist nur, wenn sie dann wieder voll ist und man hat bis dahin nicht nochmal hier auf ich möchte skillen und trainieren geklickt, dann bleibt sie bei 12 stehen. Deswegen hatte ich vorhin nochmal ganz kurz, weil es mir eingefallen ist, ach Klatsch, Gong, du musst ja dann auch wirklich nochmal dich offline skillen stellen. Ja, bin ich nochmal kurz eingeloggt und habe das dann nochmal angeklickt. Deswegen, vor 3 Stunden habe ich mich also jetzt hier hingestellt und wir sind deswegen aktuell advanced zum Magic Level 14. Das heißt, wir haben in diesen 3 Stunden uns von Level 13 zu Level 14. Sieht man noch da drüben? Ach, hier 15? Ach so, weil wir hier, klar, unser Helm, den wir haben, ne? Magic Level plus 1, deswegen ist hier Magic Level 15 zu sehen. Obwohl wir eigentlich, wenn ich den Helm absetze, ich kann ihn ja mal absetzen. Da müsste sich hier, schwupp, die 14, genau. Und wenn ich jetzt wieder aufsetze, schwupp, 15. Super, genau, deswegen. Dann haben wir Shielding Level, gut, 21. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so deutlich steigern. Also Shielding 21 für einen Mage ist schon viel. Ich glaube, ich bin mit meinem 200er nicht mal auf Level 30 gekommen. Nee, ich glaube, ich bin bei 28 oder 29. Also da wird nicht mehr so viel passieren. Was haben wir noch? Ja, gut, und jetzt diese World Quest, auf die wir später nochmal eingehen können. Was ich machen wollte. Wir haben hier noch von der Hand einen Diamond, okay. Den können wir ja sammeln. Ich wollte noch ein paar Quests, ach Quatsch, ein paar Spells kaufen gehen. Weil wir Level 5, 14 sind. Schwupp. Level 14 sind wir. Und da können wir noch ein paar Spells kaufen gehen. Miezekatze im Hintergrund spielt und ist happy. Und solange die Miezekatze im Hintergrund spielt, nervt es uns nicht vorm Screen. Jetzt überlege ich aber gerade, wo ist denn hier bitteschön der... Ach, ich glaube hier. Na klar. In dieser Wimmelpyramide. Und zwar gibt es Provocation immer eine verschiedene... Also Provocation... Also Druide, Sorcerer, Paladin oder Ritter. Gibt es eine Guild... Eine Vocation Guild und jede Vocation Guild hat in jeder City einen Repräsentanten, bei dem man halt diese Spells kaufen kann. Und unser Repräsentant, der ist hier in dieser wunderschönen Kringelpyramide. Und wir müssen nach ganz oben, um dann wieder in der Pyramide nach ganz unten zu gehen. Ist das nicht toll? Ich freue mich so. Und ich hoffe, ich habe 4200 Cash. Na, das sollte reichen. Um es nochmal kurz hier zu dem Cache zu sagen, hier an der Seite die gelben Sachen, das sind die Gold Pieces, ne? Das ist ein Gold Piece, Goldcoin sozusagen. Und hier haben wir Platinum Coins, das heißt 100 von diesen Dingern ergeben einen von diesen Dingern und 100 von diesen Dingern ergeben dann einen Crystal Coin. Das sind das noch schöne blaue, kann man ja, kann man ja, dann später noch erkennen. So, Eagle Rebel ist auch schon online, mal gucken, wer hier noch online ist. Eagle Rebel, Harishan, ist denn offline VIPs? Da müsste eigentlich noch jemand online sein, der uns dann nachher, der uns dann auch zu uns stoßen wird. Ich glaube, Todra ist das der, der uns hier die Spells verkauft. So, können wir erstmal ihm zurückschreiben. So, also machen wir hier. Hi Todra. Ja, genau. Todra verkauft uns Spells. Also fragen wir mal, was er für Spells hat. Und zwar Instant. Instant Spells.
Ja, genau. Shit. Da muss ich kurz wirklich mal was gucken. Und zwar muss ich dafür die Aufnahme kurz unterbrechen. Oder, nee, warte. Wir machen das anders. Ich glaube, man kann Level 14. Witch Level, ja, genau. Sehr gut. Man kann ihn quasi fragen, für welches Level man Spells lernen möchte. Ich möchte lernen für Level 12 haben wir abgegrast. Nämlich Level 13. Und da haben wir Terra Strike und Great Light. Also sagen wir Terra Strike. Do you want to learn the spell Terra Strike for 800 Gold? Yes, I want. Schwupp. Dann haben wir Great Light. Great Light. So. Do you want a spell? Ja. Super. Peace is not out, Noob. LMAA. So. Dann haben wir noch Level. Und zwar für Level 14 gibt es auch noch ein paar Spells. Haste. Ein sehr wichtiger Spell. Und zwar macht uns dieser Spell schneller. Dann haben wir noch Flame Strike. Jetzt Cash haben wir noch genug. Ja, 2, 3, das passt noch. Flame Strike für 800, okay. Was haben wir noch? Poison Field Runen, ja, scheiß drauf, können wir später holen. Magic Shield ist noch spannend. Magic Shield. Für 450, yes. Okay, dann warte mal, wie hieß der? Poison Field Rune. Poison Field Rune. Für wie viel? Für 300. Na klar, nehmen wir mit. Also, was haben wir alle schöne dick gekauft? Ich scroll mal kurz hier hoch. Schwupp. Wir haben Terra Strike. Es gibt verschiedene Strikes hier in Tibia. Wir hatten letztes Jahr diesen Strike und zwar für Energy. Das war der hier. Exorvis. Bam. Das heißt, wir haben dem Monster mit diesem Energy Strike Energieschaden quasi zugefügt. Ne? Wir haben jetzt gekauft den Terra Strike für Level 13. Terra ist quasi früher Erdstrike gewesen. Der macht so schöne. Kannst ja mal zeigen. Warte mal. Jetzt muss ich ja mal gucken. Exoriterra. Richtig. Das ist dieser Exoriterra Strike. Der macht halt Erdschaden. Ist natürlich blöd, wenn Viecher gegen Erde immun sind. Und dann haben wir noch gekauft den Flame Strike. Der macht quasi Flammschaden. Exori Flamm. Warte mal. Exori Flamm. Hoch, großziehen. Pam. Das ist Exori Flamm. Der ist ganz gut für. Ja, für die ganzen Scarabs, die dann später. Die werden wir mit Sicherheit auch noch sehen. Also die sind sehr, sehr empfindlich gegenüber Feuerschaden. So, was haben wir noch gekauft? Great Light. Das kann ich später zeigen, wenn wir. In dem dunklen Area sind, das ist quasi ein bisschen besser als unser UT Lux. Haste macht uns schneller. Ne? Utani Hur ist dazu der lateinische Name, um quasi die Spells dazu zu sagen. Ja, Utani Hur, wir können ja mal vergleichshalber so. Und Utani. Utani Hur? Ach so, Mana fehlt. Mana? 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 Warum trinkt er keine Mana auf meinem Hotkey? Das ist ja Sauerei. Ach, kann ich. Klar, weil ich keine Mana habe. Na, ist ja famos. Okay. NPCs. Hatten wir noch was? Magic Shield. Genau, Magic Shield ist auch noch wichtig. Vor allem für so, ich nenne sie jetzt mal Jungspunde wie uns. Wir haben zum einen ja unsere Health Bar, nicht wahr? Und wir haben zum anderen unser Mana Bar. Und mit Mana Shield wird. Zuerst, also ja, kann man quasi sagen, zu den Lebenspunkten werden dazu addiert unsere Mana-Points. Das ist zum einen nützlich, wenn es zum Beispiel, beispielsweise bei den Dragons, wenn die uns wieder One-Hit nehmen, können sie uns dann nicht mehr, weil dann haben wir nämlich 215 Hit-Points plus zusätzlich unsere, weiß ich nicht, wie viel wir gerade haben, ich glaube auch wieder wie 100 oder 200 Mana-Points. Mit anderen Worten, die können uns 400 da Damage verpassen, ohne dass wir sterben. Ja, Problem natürlich bei Magier,
Deswegen bin ich nicht so unbedingt der Fan von einem Magic Shield. Wenn wir keine Mana haben, sind wir machtlos. Das heißt, wir können uns nicht heilen, wir können uns, wir können uns nicht heilen, wir können sterben, wir fallen irgendwie die Fliegen. Das Mana Shield, also das Mana aus, ist der Mage tot. Kann man so quasi stehen lassen. War das alles? Ja, Poison Field Runen. Ja, es gibt verschiedene Runen noch in Tibia, aber auf die kommen wir dann später zu sprechen, wenn wir sie auch nutzen können. Ne? Also die ganzen Area Attack Spells, die man vielleicht im Trailer, ich hoffe, ihr habt den Trailer euch angeguckt, gesehen hat, dann, kommen wir später drauf. Ist jetzt nicht so wichtig, wir wollen erstmal weitermachen. Ich habe, wie gesagt, mit Eagle schon gesprochen. Eagle ist schon wieder heiß zum Hunten. Und wir werden vermutlich Crystal Spiders hunten. Das war was anderes, ab in die Eiswelt. Wir waren letztens Drachen hunten. Dann werden wir jetzt Crystal Spiders hunten. Vorausgesetzt, wir finden einen, der uns diese Viecher blockt. Oder haben die eine Distance Attack? Ich weiß gar nicht. Vielleicht geht es auch ohne. Muss mal schauen. Ja? Das heißt, ich wackel jetzt zum Depot. Und ab da werden wir dann ganz einfach die Zeitraffer wieder einschalten. Aus bekannten Gründen. Weil ich habe jetzt die letzten beiden Folgen habe ich ja vorhin auch gerendert, auch mit Zeitraffer und nachvertont alles, und es war dann doch schon etwa cool. Also ich konnte mich jetzt nicht beklagen, ich finde es gar nicht mal so dramatisch, zumal man ja auch wirklich jeden Schritt sieht. Ja, und solange ich hier immer am Anfang noch ein bisschen was erkläre, ist das doch super. Ja, aber ich sehe schon, jetzt habe ich hier wieder 12 Minuten, nehme ich schon wieder auf, ist ja der Hit. Das heißt, ich habe hier schon wieder die Hälfte Folge verquatscht und wir sehen mal zu, dass wir uns schnell verpieseln. Aber muss man sagen, hier sieht's aus in dem Depot. Meine Fresse, müsste mal eine Putze durchfegen. Ja, also, wir sehen zu, dass wir, warte mal, ich gehe mal hier, dann sieht der Cut nicht so schlimm aus, weil wir hier oben welche, hier sind auch welche, hier sind keine. Sehr schön. Dann ist der Cut nämlich nicht so dramatisch. So, stelle ich mich mal hier so hin. Schawupp. Und ich sage mal, viel Spaß bei der Zeitrafferaufnahme. So. Und ab dafür. Speed Leader auf 10-facher Geschwindigkeit gestellt. Und ich habe uns, oder wir haben uns entschlossen, wirklich Crystal Spiders zu gehen. Das heißt, wir haben einen Herrn Amigos. Da ist er auch schon. Der uns da die Crystal Spiders blockt. Und die Crystal Spiders an sich, die können uns ja auch wieder mit einem Hit umbatzen. Oh, das kennt man ja nun schon mittlerweile, dass wir da recht risikohaft, nenne ich es jetzt mal, hunten sind. Ne? Und wir haben uns hier noch, ja, weil er noch ein bisschen rumgepümmelt hat, mussten wir uns noch mit ein paar Mammuts begnügen, haben ein bisschen was hingekriegt, wollte noch dazu sagen, auf der rechten Seite seht ihr gerade die Experience- und Level-Skill-Leiste. Die habe ich mit Absicht angelassen, um einfach mal zu zeigen, wie schnell das hier bei den Crystal Spiders funktioniert. Und wie man sieht, mit einer Crystal Spider, das flutscht wohl ganz gut. 35.000 haben wir gestartet. Holla die Waldfee. Weil ich weiß nicht, am Ende, der Aufnahmesession, da war ich glaube ich bei 104.000 oder so. Also wir haben schon ein paar Level geschafft. Und wie man auch sieht, gleich Level 15. Tada! GZ, mein Bester. Also am Anfang geht es alles noch relativ easy peasy und relativ schnell. Man sieht auch da, an meinen Füßen funkelt es nur so. Das heißt, Mr. Herr Amigos hat mir die Softboots überlassen, die er hat. Softboots ist eine Ausrüstung, eine sehr, sehr, sehr begehrte und sehr, sehr, sehr teure Ausrüstung. Die bekommt man normalerweise in einem Quest, welches man erst ab Level 80 machen kann. Und man hat dadurch eine höhere Regeneration von Health Points und von Mana Points. Ja. Ist alles ein bisschen günstiger als die normalen Health Pots, die man nimmt, oder natürlich normale Food, was man essen kann. Alles so wunderbar. Natürlich, ich muss auch nochmal dazu sagen, die Art und Weise, wie wir hier handeln, dass jemand für uns blockt, Level 16 Terrell, die Art und Weise, die wir hier an den Tag legen, wie einer für uns blockt, ist nicht normal. Ne? Also normalerweise würde das bei Tibia wirklich noch länger dauern. Und ich habe, muss ich zusagen, so ein bisschen Gefallen dran gefunden, dass man hier so einen Zeitraffer macht.
gefällt mir sehr. Also ich finde es gut. Und es wird auch Zeit, dass ich mal die ersten Folgen hochlade. Stand jetzt ist noch nicht eine Folge hochgeladen. Wird wirklich mal Zeit. So, es gibt hier die Ice Golems und es gibt die Crystal Spiders. Problem ist, zu diesem Zeitpunkt waren dort einige Leute handen, weshalb der Respawn an sich ziemlich weit down war und nicht großartig von uns beackert werden konnte. Jetzt sind wir ausnahmsweise mal ein paar groben Ice Golems handen. Auch die Ice Golems sind relativ fett, also die können uns auch noch ordentlich zusetzen. Obwohl nicht so sehr wie die Crystals, weil ich glaube, die Crystal Spiders hat man ja vielleicht bei Mr. Amigos gesehen. Die konnten uns teilweise da mit einem 180er Hit schon von grün auf rot hitten. Ne? Und bekanntlicherweise nach Rot folgt Tod. Und das hat in dieser Aufnahme, kann ich ja schon mal vorab nehmen, keiner geschafft. Mal einen Schluck nehmen, Moment. Vom Nick an. Weizensaft. Genau, was haben wir da jetzt gemacht? Ein paar Weibern. Weibern sind auch so eine spannende Geschichte. Jo. Das einzige Problem, was wir da eigentlich immer hatten, war so ein bisschen ein Food-Problem. Obwohl das schon mehr oder weniger in den Hintergrund gerückt ist. Weil wie man oben an der Mana-Anzeige sehen kann, wenn man einmal hier mit diesem Energy Strike loslegt, der kostet zwar nur 20 Mana-Punkte, aber wenn man nur 200 hat, ist man nach 10 Mana-Strikes auch schon wieder leer. Und pro Crystal Spider braucht man so wenigstens 3-4. Wenn ich das jetzt recht in sie gesehen habe. Eben gerade hatte man nochmal gesehen, auf der Experience-Leiste, wenn man da unten auf den roten Balken geht und ein bisschen wartet, wird eine durchschnittliche die durchschnittliche Experience-Anzahl pro Stunde angezeigt. Und ich glaube, wir waren hier bei den Crystal Spiders bei knapp 45.000 oder so die Stunde. Und das ist schon enorm, ne? Wenn man überlegt, dass man pro Level irgendwie nur an die 20.000 braucht, macht man hier in einer Stunde knapp 2 Level oder noch weniger. Und wir sind ja schon auf Level 18. Ne?